Wenn du wirklich etwas über dich erfahren möchtest, wenn du wirklich wissen möchtest, warum du vielleicht an einer Stelle stehst und nicht weiterkommst, warum du vielleicht die Kreativität nicht entwickelst oder das Durchsetzungsvermögen, dann musst du etwas über Sprache wissen. Du musst nichts über Mentaltraining, über Coaching wissen, über Therapie. Das Grundelement aller Muster, die wir auf dieser Welt kennen, ist die Sprache. Und ob es um Kriege geht oder um Liebe geht, es geht immer um Kommunikation. Und mit Sprache meine ich nicht unbedingt das, was du jetzt gerade hier aus meinem Mund heraus hörst, also Schallwellen, die sich übertragen, denn das ist nur ein minimalistischer Bereich. Obwohl es auf dieser Welt weit über 7000 unterschiedliche Sprachen gibt. Also das ist schon eine Hausnummer. Das Wesentliche an einer Sprache ist, es gibt jemanden, der irgendeine Information versendet, vermittelt, übermittelt und irgendjemand anders muss sie verstehen. Und wenn wir eine der ungewöhnlichsten menschlichen Sprachen uns anschauen, keine Ahnung, ob das jetzt richtig war, ich schätze eigentlich nein, die Pfeifsprache. Das heißt, es gibt Sprachen, übrigens mit dieser Pfeifsprache kann man bis zu 6, 7 Kilometer weit kommunizieren. Also das ist eine spezielle Sprachtechnik, Pfeiftechnik. Und in dieser Pfeifsprache kommunizieren 20, 30.000 Menschen weltweit um die 50.000. Und wenn man bedenkt, dass mit dieser Pfeifsprache 4000 Worte kommuniziert werden können, unterschiedlichster Art. Also das ist schon ein verdammt stabiler Grundwortschatz. Wenn du den in einer Fremdsprache hast, dann kannst du dich schon sehr gut in einem Land orientieren. Was hier aber bedeutsam ist an dieser Sprache, die ich meine, ist die Kommunikation und die Kooperation. Denn auch alle Menschen, die in ihrem seelischen Empfinden leiden, die also Störungen der verschiedensten inneren Kommunikation haben, benötigen und benutzen Sprache. Sprache also als Grundgerüst von Verbindung. Denn wenn du deinen Partner, deine Partnerin nicht wirklich verstehst, dann heißt das irgendwann, ihr funktioniert nur noch zusammen oder der eine haut sich immer die Hucke voll oder der andere lässt sich scheiden. Ja, wenn du irgendwann deinen Hund nicht mehr verstehst oder ihn überhaupt nicht verstehst, dann merkst du nicht, dass er Durst oder Hunger hat, dass ein Lebewesen eben etwas benötigt, ja, und dann ist er tot. Das heißt, Sprache ermöglicht uns, Informationen zu übertragen. Und das ist essentiell. Denn Information ist auch, ich habe Fieber. Information ist auch, ich habe Ängste oder Panikattacken. Information ist, wenn diese inneren Kommunikationsprozesse den Gehirnbesitzer erreichen, damit der Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer wird und sagt, oh, mir geht's nicht gut, ich ruhe mich mal lieber aus, damit das Immunsystem im Körper mehr Energie hat, mehr powern kann und somit die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass das, was da in diesem Körper stattfindet, bearbeitet werden kann, also bekämpft werden kann. Sprache ist essentiell für die gesamte Psychosomatik-Schiene. Und was wäre, wenn man im Bereich der Kommunikation etwas völlig falsch verstanden hat? Frei nach dem Motto, haben wir da irgendwas völlig falsch verstanden? So wie früher meinetwegen die Therapie der Homosexuellen mit Elektroschocks, die übrigens 2020 erst gesetzlich verboten wurden in Deutschland, weil man sie zur Normalis machen wollte, was auch immer normal ist. Haben wir also irgendwas in der Medizin falsch verstanden, so wie ganz früher der Aderlass? Oder haben wir was falsch verstanden? Ja, da bin ich ziemlich sicher. Weißt du was? Kommunikation. Wir haben die Kommunikation falsch verstanden. Wir gehen davon aus, dass die
Kommunikation innerhalb unseres Körpers wie in so biologischen Lego-Baukästen funktioniert. Wir, das heißt die breite Masse der Schulmedizin, weil es ihr so beigebracht wird. Nichts gegen diese starken, tollen Mediziner, die da wirklich einen tollen Job machen, weil ohne diese Medizin würde es eine ganze Menge Menschen geben, die ja nicht mehr da wären. Aber die Medizin macht in jedem Jahrhundert, in jedem Jahrzehnt Fehler, grundlegende Fehler manchmal. Und den grundlegenden Fehler, den die Medizin immer noch, ja, sie lebt in diesen Fehler noch. Sie trennt den Körper, die Körperreaktionssysteme vom Geist, also von dem Bewussten, von dem Unbewussten, von dem psychischen Erleben, von dem Wahrnehmen. Das ist eine extreme Illusionsblase, in der sich diese Medizin leider immer noch befindet. Es gibt Gott sei Dank schöne Ansätze, die in die richtige Richtung weisen, denn wir wissen doch alle, dass wenn es einem schlecht geht, eine Wunde nicht so schnell heilt, man länger im Krankenhaus hat. Da gibt es Statistiken ohne Ende, die uns das sagen. Aber irgendwie wollen wir das nicht so gerne hören oder wahrnehmen, denn dieses alte Trennungsmodell, da ist der Körper Bio-Lego, die Körper-Bio-Lego-Struktur, ja, und da ist der Geist, die Seele. Die müssen ja eine Seele haben, das ist sehr wichtig, weil das kennen wir ja aus der Religion. Denn wenn der Körper tot ist, haben wir eine Seele. Das fühlt sich gut an und da halten alle dran fest. Du kannst gerne deine Seele behalten, aber eins ist ganz klar. Und das ist so klar, klarer geht es nicht. Du bist eigentlich so etwas Ähnliches wie eine Art Vielvölkerstaat. Und ich benutze bewusst diese symbolischen Vergleichsmodelle, weil da kann man es sich am leichtesten daran vorstellen. Und auch das Gefühl daran ausrichten, was da in einem stattfindet. Meine Knochen sind ein bestimmtes Volk. Und wenn mein Knochenvolk nicht mit meinem Sehnenvolk kooperiert oder mein Knochenvolk meint, durch falsche Informationen, also Botenstoffe zu schnell oder zu langsam zu wachsen, dann sind meine Überlebenschancen nicht so groß. Also muss mein Knochenvolk entsprechend den Informationen in dem gesamten Kerngebiet sich anpassen. Genauso mein Muskelvolk, das kennen die Leute, die hier Muskelarbeit machen. Du kannst extrem schnell, relativ schnell Muskelaufbau betreiben. Aber, was sagte letztens jemand, wenn man zu schnell den Muskelaufbau betreibt, sind die Sehnen und die Knochen, die eben viel langsamer sich entwickeln, die kommen nicht nach und man kann durch die eigene Muskelkraft sich weit überschätzen und Sehnenrisse und sogar Knochenbrüche können dadurch entstehen. Was wiederum bedeutet, das gesamte Volk in mir, meine Leber, meine Lunge, meine Nieren, also alles in mir ist ein Team. Und dieses Team kommuniziert, da sind wir wieder bei Sprache. Und alle 50.000 Krankheiten, die im ICD-10 sind, nee, 11 sind wir ja mittlerweile, im ICD-10, also einen davor, da gab es Homosexualität noch als Störung der psychischen Gesundheit und musste eliminiert werden. Ja, so ist das, wenn man auf einem bestimmten Level hängt und bestimmte Vorstellungen hat, die nicht dem Leben dienlich sind. Aber ich schweife schon wieder ein Stück ab. Ja, manche Dinge ärgern mich halt einfach heute noch. Und wie man eben mit Menschen umgeht, indem man sie abwertet, aufwertet, in Schablonen packt und wenn sie nicht da reinpasst, aussortiert. Wir waren bei der Sprache und bei dem Vielvölkerstaat. Wenn du also eine Angst hast, wenn du einen Reizdarm hast, wenn du eine Autoimmunerkrankung hast oder, dann versuchen wir in unserer weltlichen Wahrnehmungsebene die Symptome irgendwie wegzumachen. Ich beschreibe das wirklich sehr einfach. Wir wollen sie weghaben. Aber letztlich sind Symptome ja auch nichts anderes als innere Kommunikationsprozesse. Kommunikationsprozesse, die vermitteln, ja, das ist eigentlich sehr einfach,
Hier als Neandertaler, Dorne, Daumen. Ich schaue hin, ziehe die Dorne raus und gehe weiter meinem Leben nach. Wenn ich diese Information nicht habe, ist in meinem Daumen nicht nur eine Dorne, sind da vielleicht 100 drin und irgendwann entzündet er sich und irgendwann entzündet sich noch mehr. Das heißt, das biochemische Geschehen erzeugt einen Verlust des Lebens. So würde ich es einfach mal ausdrücken. Also, wenn die Evolution keine Gefühle berücksichtigt hätte, dann würde es gar kein Leben geben. Gar kein Leben. Denn auch Bakterien haben im weitesten Sinne, wirklich im weitesten Sinne, Gefühle. Denn die schwimmen mit ihren Geißeln, diese kleinen Einzeller, die schwimmen mit ihren Geißeln ja nicht, meine Einzeller sind ja auch ähnlich wie Bakterien strukturiert, nicht in die Hitze, in das Warme oder in das Heiße hinein. Sie versuchen mit ihren Geißeln zur Nahrungsquelle oder da, wo es sich optimal anfühlt, hin sich zu bewegen. Das bedeutet, das ist im weitesten nichts anderes als eine Art Gefühl. Und die sind natürlich immer komplexer geworden. Also ein Krokodil hat noch nicht wirklich die Gefühle, die wir haben. Versuch mal ein Krokodil zu streicheln, dann wirst du, wenn du nicht schnell genug bist, ganz schnell zum einarmigen Menschen werden. Also da muss man vorsichtig sein. Man muss aber sich klar werden, dass alles, auch Pflanzen, natürlich Gefühle haben. Wir dürfen diese Dinge nur nicht vermenschlichen. Das ist eine Illusion von Menschen, die sich da nicht so ganz gut auskennen. Ich weiß, da gibt es diesen super Bestseller und die Pflanzen lieben sich von diesem Förster. Ich will diesem lieben Mann nicht so nahe treten, aber wenn er sich in der Biochemie, sagen wir es mal, vielleicht etwas besser auskennen würde, dann würde er wissen, dass Liebe ein typisches Konstruktionsmerkmal von Menschen ist. Tiere haben Bindungen und Bindungen, die gut tun. Liebe ist ein Konstrukt, von dem wir nur wissen, was es beinhaltet, wenn wir Worte haben, wenn wir es erklären können, wenn wir es darstellen können. Wenn du also deinen Partner oder dein Kind umarmst, dann sagst du doch, wieso, ich fühle doch dann diese Liebe. Richtig, du fühlst Verbindung. Das sind Informationsprozesse, die Bindungsgefühle erzeugen, sehr intensive. Die werden durch Botenstoffe und Archivierungsprozesse in unserem Gehirn erzeugt. Ja, ist manchmal ein bisschen blöd, wenn man das so hört, dass man sagt, ey, ist das alles Chemie in mir drin? Richtig, ist eine Realität. Und die Realität ist auch in meinem Vielvölkerstaat, ja, wenn ich jetzt noch mal eine Runde tiefer gehe, jetzt bin ich schon mal beim Daumen vom Neandertaler, der da die Dorne rauszieht, dadurch hat er eine höhere Überlebenschance, also das Gefühl nimmt er wahr. In meinem Daumen sind ja auch Körperzellen drin. Jetzt nehmen wir einfach nur mal die normalen Körperzellen. Jede einzelne Körperzelle, und davon haben wir ungefähr 30 Billionen, das ist also eine gigantische Zahl, die alle miteinander kommunizieren. In dieser Körperzelle befinden sich wiederum Strukturen, die bis zu 50 Millionen Eiweißmoleküle enthalten, in einer Zelle, die nur miteinander verwuschelt kommunizieren und dadurch die Struktur der Zelle ergeben. Und all diese Strukturen der Körperzelle bestehen aus dem gleichen Material wie dieses T-Shirt oder dieser Ring oder was auch immer hier in diesem Raum, aus Molekülen. Nur mit dem Unterschied, dass die Moleküle, die sonst in diesem Raum sind, statisch fest strukturiert sind. Während meine Moleküle, also alle Moleküle, die sich mit der Lebendigkeit beschäftigen, so im weitesten Sinne ausgedrückt, alle Moleküle dieser Art sind in einer Art synergetischen Verbindung, in einer Wechselverbindung und durch die Naturkräfte erzeugen sie Prozesse, die dazu führen, in komplexester Art und Weise eine Körperzelle zu ergeben. Und wie schwierig es ist, eine Körperzelle herzustellen, es gibt kein Labor auf der ganzen Welt,
das in der Lage ist, auf absehbare Zeit eine Körperzelle, eine lebendige Zelle herzustellen. Keine Chance. Nicht mal Viren können Laboratorien ohne eine bestimmte Vorgabe herstellen. Sie brauchen schon bestimmte Vorgaben und nach Möglichkeit ein Virus, das man modifizieren kann. Was bedeutet das? Selbst eine Körperzelle ist schon so komplex, dass wir zwar ungefähr verstehen, was da drin ist, wir haben Namen dafür, ja, aber wir können es nicht reproduzieren, wir können es nicht herstellen, weil die Molekularstruktur zu komplex ist, die miteinander bereits kommuniziert. Moleküle kommunizieren und ergeben eine Zelle. Zellen kommunizieren und ergeben ein Organ. Organe kommunizieren und ergeben ein noch größeres Organsystem, zum Beispiel das Blutkreislaufsystem oder das Muskelsystem oder das Nervensystem. Und Systeme in mir kommunizieren und ergeben einen ganzen lebendigen Menschen. Und dann sind wir wieder bei der Sprache. Ich nenne die Sprache des Menschen, die außerhalb der Prozesse ist, die wir kennen, neurobiologische Mediation. Warum? Weil alles, was in uns stattfindet, ist ein Prozess der Neurobiologie. Diese Neurobiologie, Vermittlung, Mediation ist ursprünglich aus dem Lateinischen, also Vermittlung, vermittelt miteinander verschiedenste Prozesse und tauscht sich aus. Und wenn du an oder in dir irgendetwas verändern willst und dann ein Buch zum Beispiel verkehrt herumhältst und versuchst, von hinten nach vorne zu lesen, dann kommst du nicht wirklich weiter. Du musst also die Regeln der Sprache verstehen, im Grundsatz. Im Chinesischen ist es ein wenig anders. Wenn du nämlich die Regeln der Sprache nicht verstehst, und das hast du vielleicht schon mal mitbekommen oder vielleicht erinnerst du dich noch im Unterricht, wenn du eine Fremdsprache erlernst, ja, wenn du die Regeln nicht verstehst, dann hast du Probleme, in dieser Sprache verstanden zu werden. Als Kleinkind aber, da musst du nicht die Grammatik der deutschen Sprache erlernen. Nein, da lernt dein Gehirn automatisiert diese Art der Kommunikation. Es erlernt auch Kommunikationsprozesse auf der körperlichen Ebene. Und wie tief das geht, die Körperprozesse, die du erlernst, da ist ein einfaches Beispiel. Du kennst ganz viele Menschen, die immer wieder die Beine übereinander schlagen. Kaum sitzen sie, Beine übereinander. Ja, warum? Weil sie es gelernt haben. Das ist ein reines Prägungsmuster der westlichen Kultur. Das wirst du in indigenen Staaten nirgendwo finden. Und das machen ganz kleine Kinder noch nicht, aber bei einem gewissen Alter Beine übereinander schlagen. Ja, das heißt, das Gehirn imitiert und nimmt mit, was in der Umgebung passiert. Und dann sind wir schon bei Störungsmustern, die in der Prägungszeit stattfinden, also in der Zeit von 0 bis 3 bis 4 Jahre. Denn das ist auch laut neuester Neurobiologie die wesentlichste Zeit, in der ein Mensch sozusagen die Struktur fürs Leben bekommt. Ein nicht unbekannter Neurowissenschaftler, Professor Dr. Gerhard Roth, hat, ich glaube, 2023 war das, in einem Interview gesagt, er ist Hirnforscher, aber ein echter, also mit wirklichem Feedback, nicht so einer, der nur schöne Worte verteilt. Ja, da gibt es ja auch einige im Netz. Er hat gesagt, wir haben zwar schon immer gewusst, dass die Prägungszeit eine wesentliche, eine wichtige Zeit ist. Aber wir haben einen riesigen Fehler gemacht. Wir haben nicht gewusst, dass es genau die Zeit ist, die so wichtig ist wie keine andere Zeit im Leben. Warum?
Das erkläre ich jetzt mal mit meinen Worten. Wenn du geboren wirst, dann flutschst du sozusagen auf diese Welt ohne Worte, Sprachworte. Ja, du hörst zwar Schallwellen, aber du kannst nicht wirklich verstehen, was hier los ist. Und in den ersten ein, zwei Jahren nimmt dein Gehirn Regeln auf, Informationen auf, das kommt das erste Mama raus, das Papa raus oder andere Dinge. Eine meiner Töchter hat das erstmal das erste Wort, was sie sagte, war geil. Ja, und dann war es geil, 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 geil. Und jetzt muss man sich klar machen, vor vielen Jahren war geil noch ein anderes Wort als heute. Heute ist es ja uninteressant. Aber das lag daran, dass sie eben ältere Geschwister hatten. Und da sind dann solche Worte eben was Besonderes gewesen. Und sie hatte zufällig dieses Wort irgendwie formulieren können. Ja, und wenn du dann das erste Wort formulierst, passiert Folgendes. Du formulierst zum Beispiel ein einfaches Wort, was immer gerne genommen wird, Mama. Es sind nichts weiter als zwei Prozesse, Mama. So, das ist ein Zufallsergebnis in der Regel. Die meisten Kinder fangen an zu sprechen durch Zufall. Aber in dem Moment, wenn dein Kind Mama als erstes sagt, nur so zufällig, Mama, du hörst es nur so ein bisschen aus. Mama, du guckst hin und sagst, Mama, mein Kind kann sprechen. Oder Papa. Aber Mama ist häufiger. Was passiert in dem Kindgehirn, in dem kleinen Babygehirn? Ja, ist ja noch fast kindlich Baby. Es merkt, es hat irgendwas gemacht und kriegt Aufmerksamkeit. Es lernt sprechen. Also, nach einer gewissen Zeit hat es kapiert, das kindliche Gehirn, wenn es Mama sagt, kriegt es Aufmerksamkeit. Guck mal, die Kleine kann reden. Mama. Und dann ist für das Kind, das weiß überhaupt nicht, was es sagt, alles Mama. Mama, 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 Mama. Nach einer gewissen Zeit wird es unwichtig und bedeutend, man schaut nicht mehr. Aber das Kind hat irgendwie, Babygehirn, Kindgehirn hat gemerkt, hey, wenn ich irgendwie kommuniziere, und es brabbelt und sammelt weiter vor sich hin und es kommen immer mehr Silben, die passend sind zueinander, wie ein Zufallsprozess, und kriegt es wieder Aufmerksamkeit. Am Anfang sowieso. Und dann merkt das Gehirn, dass hier Struktur ist. Wenn es also Prozesse nachplappert, die es kennt, kriegt es Aufmerksamkeit und sogar, und dann merkt es das, wenn es zeigen kann und etwas sagen kann, kommt es schneller zu seinem Ziel. Und jetzt wird es für viele Menschen ein bisschen, ja, seltsam vielleicht. Ein 6 Monate altes Baby kann bereits grammatikalische Grundregeln erkennen. Wenn also Papa sagt, Schatz, lass uns essen gehen, dann schaut dieses Baby nicht hin. Ist uninteressant. Diese Art kennt es. Nämlich eine Art von Struktur, die sowieso den ganzen Tag im Haus irgendwie stattfindet. Wenn aber der Vater vorher, nachdem er es geübt hat, sagt, Schatz, essen gehen lass uns heute, dann schaut das Baby hin. Warum? Es weiß nicht warum, es weiß nicht, was der Vater sagt. Aber sein Gehirn, das Gehirn dieses Babys erkennt, dass hier ein anderes Muster herrscht. Und dieses andere Muster, da schaut das Baby hin, denn Babys wollen lernen, 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 von morgens bis abends, von ja, durchgängig, 24 Stunden. Und das Gehirn hat sofort ein anderes Muster wahrgenommen, schaut hin, ist neugierig, was passiert da? Und daran kann man sehr deutlich in entsprechend dafür geschulte Laboratorien erkennen, wo liegt die Aufmerksamkeit? Was kann zum Beispiel ein Baby, ohne dass es weiß, dass es das kann. Naja, und wenn du in die Schule kommst, dann kannst du wahrscheinlich die meisten grammatikalischen Grundregeln, ohne zu wissen, dass du sie kannst. Kommunikation. Und jetzt kommt die wichtigste Art, um die es geht. Die unsichtbare Kommunikation, die nicht wahrnehmbare Kommunikation, die außerhalb der Wahrnehmung unseres bewussten Verstandes stattfindet. Diese Art der Kommunikation ist die Kommunikation aller Lebewesen. Sie passiert eben, wie ich vorhin schon sagte, innen. Sowas wie in einem Vielvölkerstaat,
wo alle miteinander ein Team ergeben. Aber wenn jetzt irgendwelche Prozesse in diesem Vielvölkerstaat symbolisch ausgedrückt etwas Falsches erlernen oder falsche Regeln bekommen, ja, dann kann es passieren, dass diese fehlerhaften Regeln einfach übernommen werden. Zum Beispiel, wenn die Eltern sich immer streiten, das Kind, das Kleinkind kann nicht vergleichen und wissen, ob das gut oder schlecht ist, dann ist dieses Streitsystem eben in den Grundstrukturen des Gehirns abgelegt. Und später ist dieses Kind möglicherweise eher extrem zurückhaltend, hat keine vernünftige Streitkultur, läuft immer weg, fährt mit dem Motorrad weg oder gibt sich einen hinter die Binde oder arbeitet sich tot und zu, bloß nicht mit dem Problem sich konfrontieren lassen, meistens lassen. Und so ähnlich ist das in fast allen Bereichen. Man sagt immer, ja, rauch doch draußen, dann hast du den Rauch nicht im Haus und störst das Kind nicht. Das Kind guckt mal raus, sieht dich da, was sieht es? Klocker, 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 dass du das Zeug nicht loslassen kannst. Was nimmt das Kind noch wahr? Erwachsene, aha, rauchen, Verhaltensmuster, die werden einfach abgelegt. Ja, und die Wahrscheinlichkeit beim Trinken natürlich noch viel stärker. Ja, immer wenn der Papa so unter Spannung ist, das denkt das Kind nicht, das spürt es einfach. Und er dieses komische Zeug, das riecht man, das ist ja ein Geruch, nimmt, dann geht es ihm irgendwie besser, der ist ruhiger oder der ist dann richtig sauer oder wütend oder jähzornig. Das nimmt all dieses Kind bereits auf. Und gerade Streitigkeiten sind sehr schwierig für ein Kind, weil es keinen Halt dadurch bekommt. Kommunikation ist gestört. Wo bin ich sicher? Bin ich jetzt nicht sicher? Denn es ist ja alles im Aufruhr hier draußen. Ja, und dann entwickeln vielleicht Kinder später oder sogar direkt noch in ihrer Kindheit die schwierigsten Störungsmuster, und viele medizinische Prozesse versuchen dann die Störungsmuster, die Essstörung, den, was weiß ich, die Sprachlosigkeit oder zu behandeln, was natürlich erst einmal gut ist, sich darum zu kümmern, aber es gibt immer eine Ursache. Und das vergessen die meisten Menschen, weil wir eben Körper und Geist in diesem Gesundheitssystem auch trennen. Und das ist ja leider der größte Irrglaube, der immer noch in der Neuzeit, ja, ausgelebt wird. Leider. Und dadurch haben wir 22 Millionen Menschen allein in Deutschland, die unter psychischen, psychosomatischen und chronischen Beschwerden leiden. 22 Millionen. Ja, das ist jeder Vierte ungefähr. Irgendwas scheint hier doch nicht zu stimmen. Und das, was hier nicht stimmt, ist die falsche Annahme. Es braucht also einen Paradigmenwechsel. Den werde ich nicht herbeiführen, das weiß ich. Dafür bin ich ein viel zu kleines Licht. Ja, da werde ich viel zu wenig wahrgenommen. Und es gibt auch viele andere, die schon längst darauf hingewiesen haben, dass hier einiges falsch läuft. Aber letztlich ist es nicht so wichtig, denn im Staat geht es nur um Geld, und ein Staat, der Geld, also Kapital, bruttosozial genug produziert, der ist ein relativ starker Staat, die Leute sind zufrieden, und auch das ist wieder Kommunikation von oben nach unten oder von unten nach oben. Aber wenn du ein Beispiel, wir gehen wieder in den Körper hinein, wenn du also in dir zum Beispiel eine Panik fühlst, oder immer wieder einen Oberbauchschmerz oder immer wieder Verspannungen spürst, dann kommen die ja irgendwo her. Und das bedeutet, wenn die irgendwo herkommen, die müssen irgendwo herkommen. Du hast ja nicht einfach so eine Verspannung, es sei denn, du hast ja gerade 500 Quadratmeter Garten umgegraben. Also müssen die irgendwo herkommen. Der Reizdarm. Die Panik, also muss ja irgendwas in deinem System, in der Kommunikation und Kooperation deines Systems, muss da was schieflaufen. Und jetzt kommt Neurobiomed ins Spiel. Also Neurobiomed ist nichts weiter als die Abkürzung für, noch einmal, neurobiologische Mediation im übertragenen Sinn, Vermittlung. Weil irgendetwas passt hier nicht.
Ein Teil will beispielsweise einen schönen Sonntag haben, der andere Teil, ich kriege riesige Kopfschmerzen oder ich kriege Durchfall oder ich habe Angst, dahin zu gehen. Das heißt, wir merken in uns sind verschiedene Prozesse, ich nenne sie einfach mal Völker, die unterschiedliche Meinungen haben, also unterschiedliche Informationsinhalte. Und in diesen Informationsinhalten kommen sie an das Bewusstsein und sorgen dort dafür, dass wir uns dann schwierig, schlecht, schmerzhaft, einsam, hilflos oder wie auch immer fühlen. Und wenn wir dann mit diesen Symptomen ins Krankenhaus oder zum Arzt gehen, ja, dann haben wir wieder die Trennung Körper, Geist. Es kommt alles zusammen. Absolut alles. Und das will ich dir mal hier an dieser Baumscheibe demonstrieren. Diese Baumscheibe enthält Jahresringe. Und diese Jahresringe sind ja, das wissen wir, jedes Jahr ein Ring. Innen drin haben wir ein Kernsystem. Kernsystem, das heißt, wir haben hier einen Kern in der Mitte, nicht immer in der Mitte, manchmal auch rechts oder links oder oben oder unten. Und dieser Kern ist sozusagen das Ursprung, das Urholz, richtig, das Urholz. Und da dieser Baum wächst, werden jedes Jahr weitere Zellen außen angetragen und dadurch haben wir die Jahresringe. Und ganz außen haben wir die Rinde. Und wenn du dich als Vielvölkerstaat mal so betrachten könntest, ja, du hast ja viele verschiedene Prozesse, die miteinander kommunizieren oder eben nicht kooperieren, sondern konfrontativ aktiv sind, dann ist es so, dass diese Jahresringe, und ich werde es mal gleich in die Vergrößerung bringen, hier vorne haben sich Prozesse abgespielt, da ist aus den Jahresringen heraus etwas in die weiteren Jahresringe hineingenommen, aus dem Kernholz heraus. Und wenn man dann irgendwann einen Prozess hat, so wie diesen Prozess einer Spaltung, dann nimmt man bewusst, also wenn ich das jetzt als Bewusstsein betrachte, ja, das Äußere, die äußere Schicht, dann nimmt man bewusst wahr, hier stimmt was nicht. Was macht aber unser, sagen wir es mal, Gesellschafts- und Gesundheitssystem? Es schaut hier oben auf diesen Bereich der Spaltung und sieht nicht, dass es irgendwo herkommt. Es kommt irgendwo her. Das bedeutet, und das ist jetzt bitte nur ein Beispiel, wir wissen, dass es hier in diesem Spaltungsmodell natürlich um die mangelnde Feuchtigkeit hier drin geht. Ein Hirnforscher sagte mal, stell dir das Gehirn wie eine Zwiebel vor, die du durchschneidest. Jede Schicht dieser Zwiebel ist im Übertragenen ein Teil deines Ich-Systems und alle sind miteinander verbunden. Aber nur die äußerste Schicht hat eine Verbindung nach außen. Da ich nicht jedes Mal, wenn ich diese Geschichte erzähle, eine Zwiebel durchschneiden möchte, habe ich das für mich bessere Modell der Holzscheibe gewählt. Und auch hier schon bereits diese gigantische Komplexität. Dein Gehirn tief in dir drin, dein neuronales System, dein Herz, deine Lunge, deine Leber, nichts davon weiß, dass es eine Außenwelt gibt. Müssen die auch nicht wissen. Die müssen nur agieren und reagieren. Und wenn es gut läuft, dann navigiert sich dieses System dich durch dein Leben anhand strukturierter, positiver und negativer Erfahrungen. Hier habe ich noch mein Modell, das ich für mich sogar noch viel stimmiger finde. Ja, denn wenn du dieses Modell aus einem einfachen Seil gebastelt, hier oben in dieser Spitze drin, in diesem Kreis, diese Kugel, das ist dein Bewusstsein. Das nimmt wahr, wie in einer Art Hologramm, wie in einer Art inneren Bildschirm. Hier passt was nicht, hier ist es gut, das ist richtig, das mag ich. Dieses Bewusstsein, und das entspricht in etwa auch der Theorie, der Bewusstseinstheorie in der Hirnforschung. Es gibt verschiedene, aber eine der wesentlichsten ist, dass das Bewusstsein sozusagen nur einen ganz kleinen Teil dessen wahrnimmt und mitbekommt, was wirklich Realität ist, also Wirklichkeit ist. Und das ist ganz einfach. Also, ich muss jetzt gerade schon wieder, weil das so spannend ist. Wenn du irgendwo hier im Raum rumschaust,
dann kannst du den blinden Fleck, den kannst du nicht sehen. In jedem Auge hast du einen blinden Fleck. Das heißt, eine Stelle in deinem Auge, die nichts wahrnehmen kann. Du müsstest also jedes Mal, wenn du irgendwo hinschaust, irgendwo immer so zwei Flecke mit Hüpfen sehen. Siehst du nicht. Warum? Weil dein Gehirn diesen blinden Fleck ausblendet. Interpolieren also die Informationen um den Fleck herum und damit wird der Fleck weggewischt, obwohl er da ist. Es gibt Tests, geh ins Internet, blinder Fleck-Test und du wirst sofort sehen, aha, da ist er. Dann kannst du mit einem speziellen Test ihn sichtbar machen, also wahrnehmbar machen. So. Das bedeutet, unser Gehirn nimmt nur Teile wahr, unser bewusstes Gehirn. Und jetzt erschreckt nicht, aber es sind weniger als 0,1%. Denn mach dir einfach klar, dass fast alles in deinem Gehirn unbewusst, also unterhalb der Wahrnehmungsgrenze des Bewusstseins abläuft. Ob es die Herzsteuerung ist, ob es die Mitsteuerung des Immunsystems ist, das Kreislaufsystem ist, ob es die Botenstoffe sind, die ausgegeben werden in bestimmten Strukturen, der Schlaf ist auch Schlaf, all das steuert ja dein System und da kriegst du nichts von mit. Aber du kriegst Symptome mit. Du kriegst Blockaden mit, du kriegst Begrenzungen mit und dann willst du sie hier oben in diesem Raum deiner Wirklichkeit auflösen. Was aber ist, und dann sind wir wieder bei den Jahresringen, was aber ist, wenn in deiner Prägungszeit, also in dieser Zeit 0 bis 4 Jahre, die Strukturen falsch gelegt wurden, was dann? Und du dann irgendwann versuchst, in Richtung Lebendigkeit, in Richtung Freude, in Richtung gutes Gefühl dich zu begeben. Aber dein Kernsystem, deine Kerngefühle, die in der Grundstruktur und heute weiß man sogar im Hirn stammen, also in diesen Bereichen, also ganz tief in dir drin, diese fehlerhaften Regeln anlegen, das zieht in die Richtung zurück. Dann hast du Schmerzen, dann hast du Verspannungen, dann hast du Autoimmunstörungssysteme, denn vor lauter Stress jagt jagt das Immunsystem Teile von dem eigenen Körpersystem, weil es immer im Aufruhr ist. Und diese Prozesse, die finden hier in dir statt, in einer Komplexität, die kein Mensch wirklich genau versteht. Kommunikation ist also immer ein Informationsaustausch, eine Anweisungsstruktur, aber eine Anweisung kann nur funktionieren, wenn der Empfänger der Anweisung sie auch versteht und nicht missversteht. Wenn also es Fehlstrukturierungen in diesem inneren System gibt, dann kann man natürlich versuchen, mit dem 0,01% logischen Sprachsystem etwas im Gehirn, im Menschen zu verändern. Aber irgendwie scheint das nicht so ganz zu klappen. So ein bisschen, ja, es fühlt sich besser an, es fühlt sich leichter an, aber Leichtigkeit und Stärke, ich glaube, da sind sehr viele Menschen sehr, sehr weit von entfernt, wenn sie nur oberflächlich an den Prozessen arbeiten. Weil all das, was in uns stattfindet, hat nun mal andere Kommunikationsstrukturen. Und neurobiologische Mediation geht in diese Strukturen hinein. Ich habe das mal deutlich gemacht an einem Schlaganfallpatienten, der nicht mehr sprechen konnte. Durch den Schlaganfall war also das Sprachzentrum zerstört, er konnte nichts verstehen und nicht sprechen. Und das Spannende, Menschen, die sich da nicht so in der Hirnforschung auskennen, würden sagen, das ist spooky oder das kann gar nicht sein. Das Spannende daran ist, dieser arme Mensch, der also normalerweise nicht mal einfachste Worte verstand, wie geht es dir? Er zuckte nur, er wusste gar nicht, was damit gemeint ist. Er konnte, nachdem wir die neurobiologische Mediation, den neurobiologischen Prozess in ihm aktivierten, komplexe Fragen, wortgesprochene Fragen verstehen und über das verbleibende Körperreaktionssystem
passgenau, zielgenau beantworten. Nicht Interpretation, nein, real dargestellt. Und das muss man sich einfach klar machen. Warum geht das? Weil Gefühle natürlich Worte verstehen, sie lernen das. Aber Gefühle können nicht sprechen. Gefühle sind halt innere Kommunikationsebenen, unsichtbare, und die muss man sichtbar machen. Und wenn man sie sichtbar macht über verschiedene, nennen wir sie Dolmetschersysteme, ja, zum Beispiel sind Bilder Dolmetschersysteme, Farben, Körperwahrnehmung sind Dolmetschersysteme, ja, damit der bewusste Verstand sagt, au, da tut es weh, ich muss mich drum kümmern, ich habe jetzt ein Ziel, dann ist das Dolmetschersystem da und erkennt das Symptom, aber die Ursache des Systems ist vielleicht extremste Anspannung, extremer Stress oder viele Prozesse, die in der Kindheit einfach schiefgelaufen sind. Ja, und wenn du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, finde einfach Neurobiomet, dann findest du einen Weg zu dir selbst. Und genau darum geht es, sich selbst finden, sich selbst entwickeln. Und wenn du Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentarbox rein. Ich versuche sie im Rahmen meiner Möglichkeiten zu beantworten, sodass wir Schritt für Schritt dich dahin bringen, dass du, wenn du magst, dich wirklich selber findest und nicht immer nur das Leben der anderen lebst, denn dein Leben ist eng begrenzt. Du hast einen Anfang und du hast ein Ende und irgendwann an diesem Ende kannst du nichts mehr tun. Das nennen wir Tod. Also, es lohnt sich, für sich selbst zu kämpfen, denn Freiheit, Leichtigkeit und Stärke, das sind schon geile Gefühle. Und es ist besser, diese mitzunehmen auf die Reise ins Nirvana, als immer nur für andere zu funktionieren und es anderen recht zu machen. Bis dahin, see you later.